Kennt noch wer von euch diesen komischen Krümel-Eistee? Den man so gemixt hat? Den hat ein Kumpel einfach immer so genascht. Junge, das war purer Zucker. Er hat das nicht gemacht. Junge, das... da hättest du einfach direkt Zucker in die Vene spritzen können, glaube ich, ey. Was man als Kind generell einfach immer sich reingeballert hat, finde ich eigentlich verstörend, ey. Mein Schnauzer. Ja, ich habe überlegt heute. Also ich habe heute gerade gestutzt, hier Hals rasiert und alles clean gemacht. Und da hatte ich auch schon überlegt, ob so ein Schnaui nicht auch mal wieder böse kommen würde. Ich muss es einfach wie ein Profi-Twitch zu ihr machen und den Schnaui an ein Subgoal koppeln, Leute. So wie das die Profis machen auf Twitch. Dann wirst du auch rocken. Junge, Schnaui und dann so ein geiles Sommerhemd, Alter. Boah, hätte ich schon Bock drauf. Und dann schneide ich noch aus Versehen noch so für die Stream Awards. Marlo, du bist es. Aber sagen, dass du es nur für die Community machst. Ja, so musst du es machen mit den Subgoals. Irgendwas, was du eh machen willst, hinter irgendeinem scheiß Goal-Fuck stecken. Und dick abcashen. Bei 3k Subs eine Seite Kadra sehen, die andere lassen. Ne, bei 3k Subs würde ich euch anbieten, mir einen Affenschwanzbart zu machen. So ein schöner Affenschwanzbart. Hier, so ein. Kommt böse, oder? Ich glaube, den würde ich rocken. Meint ihr nicht? Junge, der gute alte Affenschwanz. Boah, hier sogar so mit so mega Schnaui noch dran. Alter, hier gestreift, der Leopardenaffenschwanz. Boah, der ist auch crazy. Den könnte ich mir machen und dann würde ich euch die ganze Zeit hypnotisieren, dass ihr alle mit T1 subben müsst, Leute. Junge, das ist auch ein ganz böser Bart. Junge, er bringt's aufs ganz anderes Level. Er hat sogar noch die Haare damit verbunden. Ja, aber danach wäre ich, glaube ich, auch wieder Single dann. Naja. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Ding wirklich in den nächsten Jahren mal Trend werden könnte. So von Fukuhila und so hat auch jeder gedacht, das kommt nie wieder. Und jetzt ist das einfach Trend. Einfach Trash-Hook-Bart. Ich muss den Trend starten. Ja dann. So, jetzt ein schöneres Flash nochmal. Leute machen, die kaum Bartwuchs haben, die malen sich den dann einfach. Gegen Pike. Wir rocken das jetzt gegen Pike einfach. Aber den Bart tätowieren, das wäre auch krank. Pike Caitlin. Ach du Literpot. Mein Lieblingsgericht. Boah. Ich glaube, Linsenbolo. Oder so schön Frittenwerk-Poutine. Boah, kann ich auch jeden Tag essen. Mach den Linsenbolo. Ich hab da so ein Rezept von Franzi, was ich mal nachkoche. Ich weiß aber gerade, ist nicht aus dem Kopf. Ist Vegetarier? Nee. Aber ich versuche immer weniger Fleisch zu essen. Mittlerweile esse ich echt wenig Fleisch. Wenn ich es mit früher vergleiche. So, rein in den Lachs hier. Weiß gar nicht, ob ich das spielen will, Level 1. Gegen Caitlin Pike. Oh, das Matchup werden wir auf jeden Fall Level 1 hart verlieren. Gucken wir mal, ob der Pike gut ist. Eigentlich müsste er jetzt schon auf uns raufrennen. Macht er zum Glück nicht. Okay, der Twitch hat nicht so Bock. Oh, ich habe gar keine Denied, lol. Okay, aber die haben die Slay schon scheiße gespielt. Der Pike hätte da dominieren können, auf jeden Fall. Schlimmste haben wir überstanden. Wir haben noch Level 3 hitten. Ein Minion noch. Bisschen Angst vor Gragas gerade. Ja. Das war einfach nur dumm vom Brand da hinzugehen. Das setzt ihn jetzt gut behind, ne? Warte, Wave ist aber reingelaufen, also alles gut. Ich bleib mal hier, dann kann ich einen Lantern. Nice, er verliert nicht mal den Ken-Minion. Der Drag ist sehr random. Krass, das war da nichts. Ah, Mann. Nicht so schlecht. Nur noch Pike aufpassen, dass der da unten nicht den Twitch abholt. Aber warum Flash zählt? Ich bin doch da. Was spielst du am liebsten? Ich spiele wie immer Rakan, Bart, Thrash und Pike. Der Toplane kommt raus. Das ist sehr huge. So. Also Lane dafür, dass die uns eigentlich countern, läuft ganz gut. Ah, sie hat Cleanse. Let's go. Gefickt, würde man in Fachkreisen sagen. Zugedeckt und schlafen gelegt. Die schlummern jetzt richtig tief. Ach, das ist ja gar nicht unser Nivea. Oder ich hätte einfach Lantern spielen sollen, lol. Das wäre unser Midlaner. Ich dachte, wir wären am Drake. Ja. Waren sie auch. Der hat schon Umbrellglaive schon wieder, ne? Die Scheiße. Next Item. Müssen da raus, sonst wird's eklig. Ich könnte dahin moven. Okay, nevermind, die Gegner hinten.
Let's go. Ja, scheiß auf den Turm. Kriegen wir auch gleich noch. Oh ne, Top. Oh, Topline. Habe ich nicht gesehen. Scheiße, das habe ich nicht gesehen. So, wir openen mal Midlane. Ja. Der Brand ist gut am Sprinten, du. Boah, ich bin gar kein Eistee-Fan mehr, Game Freak. Ich habe da mal in meiner Jugend irgendwann mal mich über den Durst getrunken. Aber ich fand Zitrone auch immer, glaube ich, ein bisschen geiler als Pfirsich. Aber kann man beides trinken. Ah, shit. Ja, der chillt kurz. Mann, ich habe ja gar keinen Ignite, egal. Hätte eh nichts geändert. Ob ich das Ignite oder Exhauste. Kennt noch wer von euch diesen komischen Krümel-Eistee? Den man so gemixt hat? Den hat ein Kumpel einfach immer so genascht. Junge, das war purer Zucker. Er hat das nicht gemacht. Junge, das... da hättest du einfach direkt Zucker in die Vene spritzen können, glaube ich, ey. Was man als Kind generell einfach immer sich reingeballert hat, finde ich eigentlich verstörend, ey. Da konnte man das noch machen, ohne fett zu werden. Junge, jetzt werde ich hier komplett gangbangt, ey. Ja, Wunderball, Junge. Das war auch so eine ekelhafte Scheiße, wenn man drüber nachdenkt. Diese angeleckte Scheiße hat er immer überall hingetragen, ey. Einmal übertrieben, seitdem mache ich keine weiße Schokolade mehr. Boah. Ich kann mich noch erinnern, ich habe meine Oma hatte früher immer so Tafelschokolade. Und ich fand die so unnormal lecker. Und die habe ich immer nur bei meiner Oma gekriegt. Das war so, die war so, längliche Rechtecke waren das. Und da drauf war so ein S, weiß ich, glaube ich, noch. Und die war so lecker. Und ich habe keine Ahnung mehr, welche Marke das war und ob sie noch gibt. Das war so eine richtige Oma-Schokolade. Nee, Schoketten waren es nicht. Sarotti. Müsste ich gleich mal googeln. Beziehungsweise war ich als Kind durchaus fett und bin in der Pubertät total schlank geworden und hatte den Jungen zur Kindzeit wohl zugeschlagen. Also bei mir war es so, als Jugendlicher und Kind, ich konnte essen, was ich will. Ich wurde nicht fett. Aber ich bin halt auch ultra groß, ne? Aber heute ist das auch anders. Schokör klingt ähnlich, Freaklord, ja. Muss ich gleich mal googeln. Wie können wir das hier nicht gewinnen? Scheiße. Wie groß bist du? 1,96. Junge, lauf! Lauf! Yo, das ist sie! Das ist sie, Marlon! Chokör ist es! Wo gibt's die bei Aldi? Muss ich mir mal demnächst holen. Boah, aber die schmeckt bestimmt nicht mehr wie damals. Die sah auch damals anders aus, die Verpackung, das weiß ich noch. Boah, das wird ein Nostalgietrip, wenn ich die probiere, ey. Allein so eine Tafel Schokolade, was das an Kalorien hat, ist eigentlich auch so gottlos. Hast du dir als Kind auch keine Gedanken drüber gemacht? Einfach rein in die Futterluke. Oder so eine Packung Schokobons. Das ist das Gottloseste, Alter. Wir sollten schon auf Dings warten, ne? Auf Twitch. Boah, Junge, jetzt hab ich Bock auf Schokobons, ey. Ich bin richtig froh, ich hab mir so richtig... Also ich bin echt keine... Ich hab echt nicht so die Gewohnheit, dass ich viel nasche, so. Keine Naschmaus. Nee, ich kaufe einfach nichts. Dann... Weiß ich nicht, da kommst du nie in Versuch. Wenn was da ist, ist es instant weg. Deshalb, ich kaufe einfach nie was. Oh nein, seht ihr uns dann gemisst. Oh. Ey, Twitch wird halt so angeflasht einfach nur. Ich hab ihn noch nicht gebindet, leider. Was ist das denn? Meine ich mal, den bin da so lange. Dann war Mitte 20 immer beim Saufen. Dieses, ich kann ihn dann ins Herz nur gedreht. Junge, das ist aber auch so ein Ding. Saufen, also so ein Clubabend oder so, was du da an Kalorien aufnimmst, das ist auch so crazy. Da habe ich mir früher auch nie Gedanken drüber gemacht. Keine Ahnung, trinkst ein Bier, das hat 200 Kalorien. Und du trinkst ja dann nicht nur ein Bier, sondern 10. Der Döner nach dem Saufen. Ja gut, der ist wahrscheinlich doch das Gesündeste an dem Scheiße. To be honest. Schön. Oh, den Flash hätte ich nicht gemacht an seiner Stelle. Den wird er gleich schmerzlichst vermissen, bin ich mir sehr sicher. Ja. Yep. Hätte er jetzt mal Flash gehabt, ne? Boah, jetzt verlieren wir den Baron, weil er Flash gewastet hat, Alter. Das ist crazy. 500 Milliliter Bier haben 50 Kalorien? Nee, auf gar keinen Fall. Lass mal das Game verlieren, Mann. Ich hab echt eigentlich ganz gut gezockt. Fand ich.
Twitch wird dann auch einfach rumgeroffelt. Der hat da nicht wirklich Counterplay. Ohne Flash. Krass, dass wir so hart aufs Maul bekommen haben. GG.